Ja, schon Tor. 1-0. Pass in die Mitte gerollt. Geradeaus durch die Mitte. Langsam wechseln darf man gegen Zuber nicht. Jumper bleibt auch von Anfang an hinten, weil er weiß, dass die Zweierstange von Zubi halt einfach extrem gefährlich ist. Normalerweise Zubi profitiert halt vor allem im Einzel noch mehr als im Doppel davon, dass er eigentlich pro Satz mindestens ein, zwei Tore von hinten schießt. Philipp mit einer anderen Taktik spielt 2 auf 5. Denke, wird das auch durchziehen, solange es einigermaßen gut geht. Schön hier die mittlere Option gewählt von Sira. Yes, okay. Und du? Ja, auch gleich gedacht. Interessant. An sich kein gutes Zeichen, wenn Philipp so, sagen wir, Sachen ausprobiert. Das heißt ein bisschen, Wieso hat nicht seinen Matchplan im Kopf, und ich habe das Gefühl, in diesem Match braucht er einfach seine Strategie, die er durchziehen muss und konsequent spielen muss. Ich finde schon die Möglichkeit zum 13-0 gehalten, faul angeschlagen beim Schuss von Sinan. Bisschen angeschlagen. Und der Bildschirm hat fast vibriert. Und dann schon. Erster Satz, Baumberg. Ich bin erstaunt. Geht ein bisschen zu einfach für den Silvan hier gerade. Jetzt die Passwörter und durch. Sich selbst weiß, das kann er besser. Fest auch noch nachgeschlagen, hat allesamt nicht genützt. Philipp hält diesen Ball. Pass auf die 5. Nicht angenommen, dennoch hat er nicht mehr Philipp. Jetzt kann einer wegmachen. Zeit lassen, Ecken anschauen, Philipp. Oder einfach durch die Mitte. Wunderschön. Ja, das kann passieren. Darf man sich jetzt nicht zu viel daran aufhängen. Natürlich, wenn man sich jeden Ball auf der anderen Seite so erkämpfen muss und dann so ein Eck sieht.
jetzt der Schuss von Zuge hinten nicht mehr ins Pass-System von vorher. Und kommt auch ein Fehler? Vorhin kurz gehabt. Ich suche den gleichen Schuss auf Bobo. Ist mal auch mit einem Zwischensprung, darum war Zubi auch schon da. Erneut fast der gleiche Schuss ohne Fake vorhin, aber Zubi liegt diesen gerade nicht. Boah. Und das ist ganz ein schöner Schuss. Er zieht den ein bisschen zu sich, macht ihn wie ein Brush zu sich nach unten, geht der von der Mitte ganz nach unten zum langen Posten. Das ist die Geschwindigkeit von Zubi. Tak, tak. Sieht die Option und haut sie einfach gleich weg. Der blinde Wechsel. Wird sich auch denken, nein, Philipp, wieder weg für was. Jawohl. Sauber spielen. Schauen, was wir noch machen. Ausgefahren von Silvan. Jetzt wird die Möglichkeit. Geht auf den Gestoßenen. Da steht eine Wand. Timeout. Philipp schüttelt den Kopf. Weiß gerade nicht, was er überhaupt machen soll. Bandwechsel, mal irgendwas anpassen. Irgendwas ändern, sicher keine schlechte Idee. Geht doch 2 zu 3 aus Sicht von Philipp. Es geht hoch, zuck, Snake, Duck, 3 Sekunden weg. Ah, lässt er richtig Zeit. Das sieht man selten von Silvan. Bande unten ist ein super schöner Schuss. Zumindest finde ich das aus dem gezogenen raus, dass der konstant kommt. Kommt auch der Fehler da von Philipp. Jetzt der Ball auf der 3 von Silvan. Auch hier mit ganz drin, ein bisschen von Fehler zu Fehler. Dass dem Philipp die Chance gibt, auszugleichen. Kann sie aber nicht nutzen. Und macht mal die Möglichkeit. Eigentlich gehalten, aber geht rein. Ja. Oh, super schöner Schuss hier von Philipp mit der linken Hand und der 2 nach vorne. Wird Philipp schmerzen. Der Block von Zubi auf der 2
geht dann irgendwie durch alle Männchen durch, direkt auf den Treffen zu, der jetzt die Chance hat, den zweiten Satz nach Hause zu bringen und zum 2:0 vorzulegen. Can happen. Weiter geht's. Zubik mit dem Satzball auf der 3. Voilà. Schneller Schuss, 2:0 setzen für den Silvan. Jetzt wird es mental halt für den Philipp Kamper. Ein 2:0 gegen Zubik aufholen. Keine einfache Aufgabe. Gerade wenn Zubik sich wohl fühlt, so ein bisschen lockerer ausspielt. Dann könnte es richtig crazy werden. Eigentlich der richtige Schuss war, ich glaube, die war nicht sauber ausgeführt. Ich hatte das Gefühl, der war so und lang. Wie viele schwierige Schüsse sind das, die du hier versuchst? Erstmal schauen! Und dann führen! Nicht führen und dann defensiv spielt er viel, war sehr solide. Kann der Film bis jetzt aber noch nicht wirklich profitieren. Also so okay raus und was war das? Viel zu komplizierte Variante. Ah, 2 auf 5 gegen Zubi. Das ist schwierig. Wechselt darum jetzt auch wieder auf die Pin-Variante. Oh, schöner Schuss. Das wird zu genervt, weil er wegen dem Kaffee von mir. Starker Backpin vom Zurück. Schön, da schießt er ganz außen rum. Starker Schuss zum 3:1. Thank you.
unterdreht der Zöger aus meiner Sicht ein bisschen hier. Könnte schnell gehen und Philipp hat diesen Satz. Und diese Schüsse innerhalb von 1, 2, 3 Sekunden. Ein bisschen Hopp oder Flop. Zeigt, dass auch er von hinten sehr gut rausschießen kann. Schenko nicht aufgepasst, natürlich. Möglichkeit, den Satz nach Hause zu bringen. Jawohl, das ist das 2 zu 1.